Hallo und herzlich willkommen bei elektrischunterwegs.com, eurem kleinen Blog zum Thema Elektromobilität. Ich bin heute mal wieder am Seat & Greet Ladepark in Hilden und schaut mal, wo ich da reingelaufen bin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so im Selfie erkennt, aber ich drehe euch mal um. Hier wird die ED1000 vorbereitet. Nach dem Intro gibt es dazu mehr Infos. Da kommt man ohne was zu ahnen hier an und was findet man vor? Ganz viele Elektroautos, die im Rahmen der ED1000 eine 1000 Kilometer Runde durch den Westen Europas fahren wollen. Und zwar sind es insgesamt 18 Teilnehmer, unter anderem die ganze Palette von Hyundai, IONIQ 5, der Genesis, und ich habe hier gerade auch noch den neuen e-Niro gesehen. Und zusätzlich fährt hier auch noch irgendwo ein EV6 rum. Zusätzlich haben wir dann noch ein Fiat 500. Mehrere Skodas. Unter anderem zwei ENIAC. Coupé RS, mehrere Iways, neben den Standardautos gibt es wie gesagt auch Neuheiten wie den Cupra Born, den ich heute auch zum ersten Mal sehe, oder den Genesis GV60, auch ein extrem spannendes Auto. Zusätzlich steht da vorne noch ein Megane, den ich mir gleich auch noch mal genauer anschaue. Und wie man sieht, sind YouTuber auch bei der Arbeit und das sieht sehr spannend aus. Man glaubt ja nicht, wem man so alles bei solchen Veranstaltungen über den Weg läuft. Hier ist der Tarek von den Elektrobikes. Hi! Du nimmst an dem ED1000 teil, habe ich verstanden. Genau. Ich bin im Team Fiat mit dem Fiat 500 Icon zusammen mit dem Jens von Move Electric und cool. Da freue ich mich riesig drauf. Und morgen geht's los von Düsseldorf aus 1000 Kilometer und wir werden höchstwahrscheinlich als die Letzten ankommen. Ja, die Letzten werden die Ersten sein. Aber we will see. Ich meine, der kleine Fiat, der kann ja 85 kW ziehen. Ja? Und der fährt sich ja auch wunderbar. Ich denke, ich habe auch einen super Partner dabei diesmal. Das kriegen wir mit links hin. Kannst du mir ein bisschen über die Veranstaltung sagen? Also ED1000 habe ich verstanden, 1000 Kilometer am Tag. Genau, also es nehmen jetzt 18 verschiedene Elektroautos teil mit verschiedenen Teams. Also immer jeweils pro Auto zwei Fahrer und einen Beifahrer. Und es geht von Düsseldorf aus über Belgien, Niederlande und wieder zurück nach Düsseldorf, 1000 Kilometer. Es geht nur darum, es ist kein Rennen, es wird auch keine Zeit gemessen, sondern nur darum, wie klappt das mit den verschiedenen Batteriegrößen. Ja? Wie schlägt sich ein Fiat 500, wie schlägt sich ein Opel Zafira E, wie schlägt sich ein Genesis hier, GV60 hinter mir. Also Porsche Taycan ist dabei, wir haben den neuen Kia e-Niro dabei, was ich auch sehr spannend finde. Den Cupra Born habe ich auch noch nie live gesehen. Cupra Born und den Skoda Enyaq Coupé habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Also fand nicht ich nur ganz du. Cool. Ja, wie findest du den überhaupt? Sieht deutlich besser aus als der normale. Also der normale ist so ein bisschen so, der normale sieht so ein bisschen aus wie ich. Ja, Kombi-like, ne? Und, aber ist ja auch für die Familien. Also ich finde den, ich bin sowieso ein riesen Enyaq-Fan. Stehe ich ganz offen und ehrlich dafür. Und mit dem Coupé haben die echt was Geiles rausgehauen. Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie noch nicht mal so richtig viel Platz verloren. Weil es sieht einfach nur, also muss man testen. Kofferraum und so soll angeblich sehr ähnlich sein. Mhm. Sieht aber deutlich besser aus. Gibt leider nur als RS momentan. Von daher muss man da nochmal schauen. Muss man einfach mal schauen. Ja, super. Und ansonsten haben wir den
Was haben wir alles dabei? Oh Gott, habe ich jetzt vergessen. Einfach mal reinklicken, ja. Video kommt auf meinem Kanal, auf dem Kanal von Move Electric von Jens und natürlich einfach wie? Elektrischunterwegs.com. Elektrischunterwegs.com. Weil ihr wisst ja, wo ihr seid. Genau. Super, Tarek, vielen Dank. Das waren die Vorbereitungen zum ED1000, der morgen in Düsseldorf startet und über Belgien, Hoek van Holland, Bielefeld am Abend wieder zurück nach Düsseldorf kommt. Falls euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Es gibt noch mehr Videos zu den einzelnen Fahrzeugen, werde ich noch ein paar Videos einstellen. Von daher bleibt dabei und